Ja, wir haben festgestellt, dass bei uns in Dortmund jetzt 3G eingeführt wurde für den öffentlichen Nahverkehr. Ich weiß nicht, wie es bei euch in den Städten ist, ob das dort auch schon so eingeführt ist. Könnt ihr uns ja auch gerne mal schreiben. Aber ja, also wir hatten auch erst gedacht, dass das hier noch besprochen wird, aber von einem auf den anderen Tag war es dann überall. Und es ist halt wieder eine absolute Sauerei, wie eigentlich mit der Krise hier umgegangen wird. Weil das ist auch einfach nur wieder ein Weg, der gefunden wurde, um eben nicht da anzusetzen, wo es wirklich einen Unterschied macht. Nicht bei der Versorgung mit Krankenhäusern, mit Intensivbetten, mit Impfstoffen und mit Tests, sondern dass einfach nur wieder gesagt wurde, wir, die öffentlichen Nahverkehr brauchen, um damit zur Arbeit zu fahren, um unsere Freizeit zu bestreiten, weil wir uns nicht ein eigenes Auto leisten können. Auf uns wird das wieder alles abgewälzt, während die Arbeitgeber keine Tests stellen müssen, sondern wir müssen uns jetzt selber darum kümmern. Und das war das Gleiche, als die Tests nicht mehr kostenlos waren, als eingeführt wurde, zumindest hier, dass sie 12 € kosten, was ich auch schon einfach eine absolute Katastrophe fand. Und wo dann trotzdem es Leute gab, die gesagt haben, ja, richtig, das wird die Leute zum Impfen bringen. Das wird nicht dazu führen. Ich arbeite selber in was, wo ich halt 3G kontrollieren musste. Und ich habe festgestellt, die Leute sind dann einfach losgegangen und haben sich die Tests gekauft und dann mir noch gesagt, hey, ja, ich habe jetzt weniger im Monat, aber ich mache das weiterhin so. Das mag hier und da vielleicht einen Unterschied machen, aber das ist sicherlich nicht der Weg, sondern wir geben jetzt auch wieder dem Staat einfach mehr autoritäre Möglichkeiten. Und gerade bei diesem 3G im öffentlichen Nahverkehr ist es halt für mich einfach absolut augenscheinlich, dass das halt eine riesige Katastrophe ist, so wie es jetzt eingeführt wird. Man muss ja nur einmal mal bedenken, was das für viele Leute bedeutet. Gerade die, die auf ÖPNV angewiesen sind, das sind nicht Leute, die sich frei dazu entscheiden, sondern die haben keinen anderen Weg, Mobilität zu nutzen. Und jetzt muss man nur einmal denken, wie es auch in den besonders von Mobilität abgeschnittenen Bereichen ist. Irgendwelche Vororte, irgendwelche Stadtrandbezirke, wo es dann teilweise überhaupt nicht die Möglichkeit gibt, sich testen zu lassen, ohne mit Bus und Bahn dann dorthin zu fahren. Und es wird auch zu deutlich mehr Kontrollen führen. Deutlich mehr Leute werden wegen Schwarzfahren angezeigt werden, weil natürlich jetzt noch gesagt wird, ja, jetzt müssen wir erst recht kontrollieren. Und dann kann man sich auch nur mal ausmalen, was das noch für Leute bedeutet, die eben keine Papiere haben hier in Deutschland, die sich illegal hier aufhalten. Und deswegen finde ich es einfach scheußlich, was ich jetzt schon wieder gelesen habe, wie Linke sich da positiv drauf beziehen. Und für mich ist das auch wieder ein Zeichen von absoluter Ohnmacht, dass wir eben nicht eine starke Bewegung auf die Beine stellen, die für mehr Intensivbettplätze ist, für eine Entlastung der Leute, die im Pflegebereich arbeiten, für mehr Bereitstellung von Impfstoff und Tests kämpfen, sondern die einfach jetzt eine autoritäre Maßnahme dieses Staates bejubeln, die auf unserem Rücken und der Rücken aller Leute in unserer Klasse ausgetragen wird. Und zu einer Spaltung der Gesellschaft weiterhin führt, die immer weiter grassiert. Und das dürfen wir nicht zulassen.